Tja, das geht ja wie beim Brezelbacken heute bei uns. Ein Highlight nach dem anderen. Und jetzt sind wir schon wieder vom Aachener Tivoli in die Tivoli-Halle gewechselt in Ljubljana. Und Sie hören schon, was hier los ist. Wir wollen aber kurz nochmal die Sieger aus deutscher Sicht würdigen mit diesem fantastischen Kampf gegen Dänemark. Und einer, der heute wie Kai aus der Kiste kam, das war Steffen Weber. Und mit dem hat sich Markus Götz unterhalten. Allerherzlichsten Glückwunsch, das war ein unglaublicher Kampf. Was hat am Ende die Entscheidung gebracht zugunsten der deutschen Mannschaft? Ja, ich denke, zum Schluss war es einfach Glück. Aber zum Schluss hat man, muss man sagen, aber wirklich ein bisschen Glück. Beide Mannschaften waren gleich da, keiner konnte sich absetzen. Zum Schluss hatten wir ein bisschen das glücklichere Händchen. Sie sind erst am vergangenen Montag zur Mannschaft gekommen, haben erst spät erfahren, dass Sie mit dabei sind, sind nachnominiert worden für Markus Bauer. Wie haben Sie das geschafft, sich so schnell in die Mannschaft einzufügen? Ja, ich bin sogar erst Dienstag nachgekommen. Ich war ja jetzt schon die letzten Jahre immer bei der Mannschaft dabei, bin auch sehr nah an der Mannschaft drin, habe einige Turniere nicht mitspielen können, aber das ist für mich gar kein Problem. Ich kenne die ganzen Spielzüge, die Abläufe, das ist für mich geläufig, verstehe mich mit den Jungs super, das ist überhaupt kein Problem. Und morgen gibt's endlich den ersten Titel nach 78? Morgen gehen wir richtig Gas, ja. Alles Gute dafür, Dankeschön. Ist halt auch ein cleveres Kerlchen, der Steffen Weber, vor der Saison gewechselt von der SG Wallau-Massenheim zur SG Kronau, weil er dort einen Arbeitsplatz bei SAP bekommen hat und hat im vergangenen Jahr sein Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. Aber sofort zum Anpfiff sind wir da. Die Kroaten haben den Ball in Weiß, Rot und Blau. Und hören Sie mal, was in dieser Halle los ist. 8.000 sind hier heute drin, 400 Karten gingen nur an kroatische Fans, aber auch die machen sich entsprechend bemerkbar. Erster 7 Meter und das ist die Schaltzentrale, das Gehirn der Kroaten. Balic mit der ersten Chance, die wird vereitelt, aber regelwidrig, deshalb gibt es 7 Meter. Und den Mann kennen Sie auch schon längst, wenn Sie die vergangene Woche verfolgt haben, Benno Lapeyne. Nur wenn er gut hält, dann hat das kleine Slowenien gegen den schier übermächtigen Weltmeister aus Kroatien eine Chance. Goluša zeigt Nerven. Ich glaube nicht, dass Lapeyne da dran war. Der war ganz einfach rübergehauen. So, und auf der anderen Seite der Schlüsselspieler. Es sind ja immer wieder ein paar neue Handballfans dabei, der sich rauskristallisiert hat. Renato Vugrinec hier am Ball, der Linkshänder auf der gegenüberliegenden Seite. Spielerisch vor allen Dingen im letzten Hauptrundenspiel überragend. Immer den Blick für den Nebenmann, aber er weiß auch, wann er selbst Druck machen muss. So wie hier. Und auch da gibt es 7 Meter. Ja, da werden schon mal die Fronten abgesteckt, den richtigen Moment erkannt. Da war die Lücke da und das ist Vlado Šola und den kennen viele Handballfans noch aus dem Januar 2003, als er mit seinen Paraden die besten Gelegenheiten von Deutschland im WM-Finale vereitelte. Hat in Deutschland gespielt, mittlerweile in Frankreich unterwegs beim Tabellenzweiten Chambéry. Führung für Slowenien. In der Stadt sieht es aus wie in so einer alten, verlassenen Goldgräberstadt. Niemand auf der Straße. Großbildleinwände aufgestellt. Es gab Anfragen. Sie hätten hier heute 25.000 Karten verkaufen können. In jeder Kneipe steht ein Fernseher. Die Fernsehhändler melden ausverkauft. Große Plasmafernseher werden überall ausgeliehen oder verkauft. Alle Kneipen sind voll. Das ist ein Ereignis, bei dem die komplette Nation vor dem Fernseher sitzt. Lapeyne, erste gute Parade. Ostjan Fitzko mit der Nummer 17. In der Startaufstellung. Er soll das Spiel machen zusammen mit Vugrinec. Falsche Sperre am Kreis. Freiwurf für die Kroaten. Da haben wir den Trainer von Slowenien, Tonje Tiesel, der es geschafft hat, nachdem seine Mannschaft so einen happigen Dämpfer sich eingefangen hat gegen Deutschland, seine Jungs wieder aufzurichten
und im letzten Hauptrundenspiel eine wahre Energieleistung gegen Frankreich hinzulegen und sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Schon jetzt ein toller Erfolg für dieses kleine Handballland. Malic. Ja, der Weltmeister konnte es sich leisten, in den letzten Spielen Balic einige Ruhephasen zu gönnen. Das soll sich heute auszahlen. Er macht bisher einen frischen Eindruck. Sie sehen schon die kroatische Deckung mit einer relativ flachen 3-2-1-Formation. Das heißt, sie versuchen diese Anspiele zu vereiteln der Slowenen oder Doppelpässe zu unterbinden. Deckung bedeutet für die wenigen Nicht-Handballer, die vielleicht am Fernsehschirm sitzen, drei hinten auf einer Linie, an der 6-Meter-Linie, zwei Mann auf der Halbposition, ein bisschen weiter vor und dann auf der Mitte. Der Mann, der sich da in Höhe des 7-Meter-Kreises und etwas davor bewegt, das ist der Mann auf der 1 und das ist Tonči Valčić. Pajovic. Fehler von Šola. Alles Pajovic. An ihn haben die Kroaten ganz besonders unangenehme Erinnerungen. Er hat mit einem Superspiel im Jahre 2000 bei der Euro in Kroatien die Olympiateilnahme der Kroaten im eigenen Land vereitelt in einem unheimlich farbigen und aber auch sehr harten Spiel damals im Dom Sportova zu Zagreb. Ende der Partie konnten sich die Slowenen mit einem 5. Platz im direkten Duell gegen Kroatien für die Olympischen Spiele in Sydney qualifizieren. Pajovic, ja, greift Medličić ins Gesicht. Und Medličić ist auch ein Schlüsselspieler. Der kompletteste vielleicht der Kroaten. Von Ademar Leon. Es gibt keinen im Kader von Kroatien, der ihn auch nur annähernd würde ersetzen können. Petar Medličić. Bei Kroatien gibt es ja zwei Vereine, die in Europa konkurrenzfähig sind. Metković, Jambo und Zagreb berappelt sich so langsam wieder und man kann diesen kroatischen Kader im Prinzip aufteilen auf diese beiden Vereine plus der Legionäre. Und Medličić ist der prominenteste von ihnen. Da haben wir die Spieler, die aussetzen müssen. Unter anderem Walter Matosevic, den Keeper, der ja seit dem vergangenen Jahr in Deutschland spielt. Beim WHV, also in Wilhelmshaven. Oh, oh, oh. Auch wenn das kein schweres Foul war von Pajovic, das wird nicht gerade die Gemüter beruhigen. Also hier sind Sicherheitskräfte in der Halle in Garnisonsstärke. Hier haben wir Irfan Smailagic. Da geht's schon los. Das war ein genialer Rechtsaußen. Der ist jetzt Co-Trainer. Der Mann im dunkelblauen Polo. Eigentlich ein ganz besonderer, ein ruhiger Mann, der immer wieder für die individuellen Ansprachen an die Spieler zuständig ist. Und hier haben wir Pajovic. Ein harter Knochen, ein Bulle. Und wir haben es gesehen in der Zeitlupe. Er hat Medličić einfach ins Gesicht gegriffen und streng nach der Regel, die er eigentlich ausgelegt werden soll, ob absichtlich oder unabsichtlich. Normalerweise fliegt der Spieler dafür sofort raus. Sehen Sie schon, Guluscha spielt jetzt auf der rechten Rückraumposition als Rechtshänder.
Gelbe Karte für Bedekovic. Naja, er zieht den Wurfarm von Sulic nach hinten. Alic, klasse gemacht. Vorher abgepfiffen. Unglücklich. Alcic spielt auf dieser Seite gegen Vid Kautichny. Die Entdeckung der Slowenen dieses Turniers. Konci Valcic hat letztes Jahr den TV Großwallstadt verlassen, hat sich da gar nicht wohl gefühlt und ist dann, weil er einfach keinen gescheiten Verein gefunden hat, in die zweite spanische Liga. Hat da allerdings nur ein Jahr Vertrag und ist offen für alle Optionen. Und ein Spieler seiner Klasse sollte schon in der ersten spanischen Liga oder in Deutschland spielen. Zwei Minuten für Sulic. Also das war im Gegensatz zu dem Griff ins Gesicht eine harmlose Aktion. Tolles Anspiel von Vugrinec auf Kautichnik und Vlado Sola. Das ist ein Baum von einem Kerl und der hat natürlich seine Stärken auch von außen. Medličić in der Kabine. Mai, wenn der nicht mehr mitmachen könnte, da fehlen den Kroaten 20%. Samba. Oh, Glück für die Kroaten. Mirza Zomba hat aufgepasst. Kann diesen Abpraller erwischen, ohne dass er im Kreis steht. Aus der Luft. Toll gemacht. Führung in Unterzahl für Kroatien. Vugrinec, bei ihm wird es die Frage sein, ob er das körperlich durchhalten kann. Alic. Bisschen Freiburg her. Freiburg für die Kroaten. Und wieder komplett. Sulic am Kreis. Der Ball muss gereinigt werden. Bisschen zu viel Harz dran. Mirza Zomba, auch der hat es der deutschen Mannschaft im Finale von Lissabon im vergangenen Jahr anständig besorgt. Etliche Tore erzielt, auch per Tempo-Gegenstoß. Mal sehen, wie er seine Jungs heute im Spiel halten kann. Vom handballerischen Vermögen und von den individuellen Spielern sind die Kroaten vielleicht einen Tick besser, aber das kann dieses Publikum ausgleichen. Oh,
ein Wurf in Zeitlupe. Und die Reaktion von Lapeyne in Realtime. Macht nicht die Augen zu, wartet. Schauen Sie, was er macht und kann noch reagieren. Kautschnik bekommt die gelbe Karte. Er ist während dieses Turniers mit Angeboten überhäuft worden aus ganz Europa, die diesen frechen 19-Jährigen gerne haben würden. Aber wir hatten das Glück, gestern Abend noch mit ihm reden zu können und er bleibt erstmal 2 Jahre noch in Slowenien, bevor er sich das überlegt, zu einem europäischen Spitzenverein zu gehen. Da haben wir Medlicic. Boah, das sieht nicht so aus, als würde er in allzu naher Zukunft wieder eingreifen können. Spiel durch die Mitte. Zoran Lube. Und Sie haben gesehen, war alles Paletti. Er blieb mit den Fußspitzen in der gelben Zone. Ognjen Batskovic kommt jetzt mit der Nummer 3. Fitzko geht mit an den Kreis. Oh, wieder dieser Vugrinec. Das ist der Assistant-König dieses Turniers. Ein No-Look-Pass. Wunderbar gemacht. Ah, und über diesen 7 Meter gibt es überhaupt keinen Zweifel. Vugrinec, das war sein 45. Anspiel und jetzt der 7 Meter. Direkte Anspiele, die zu einem Vorerfolg geführt haben. Damit führt er mit weitem Abstand diese Tabelle. Wenngleich Markus Bauer die meisten Anspiele pro Spiel aufzuweisen hat, aber das betrifft natürlich auch insgesamt nur 3 Matches. Balic. Nikisa Kaleb von Metkovic Jambo. Haben wir Davor Dominikovic. Auch er wird noch seine Einsatzzeiten bekommen. Wenn Medlicic draußen bleiben muss, dann sind alle Rechtshänder gefragt für den Rückraum im Laufe des Spiels. Alles läuft über Vugrinec.
ausführende Kraft in diesem Fall Vít Kautichnik. ...19 Jahre jung und trotzdem schon seit 2 Jahren bei der Nationalmannschaft dabei. Ein Riesentalent. Kein Freiwurf, keine Chance für Sulic. Das war ein Anspiel ins Niemandsland. Und das war Blödsinn, denn er hat beide auf sich gezogen, der Lubey, und muss abspielen. Er entschuldigt sich bei seinem Linksaußen. Der war vogelfrei auf der linken Seite. Haben Sie es gesehen? Wieder kam das Anspiel von Vugrinec. Kurz bevor er diesen Pass hätte nicht mehr ausführen können, zieht 2 Mann auf sich und Batskovic zieht ab. Mit heißem Herzen und einem kühlen Kopf von Vugrinec haben sich die Slowenen nach einer Viertelstunde diese Führung redlich verdient. Vugrinec hat ja schon, ich denke, vor einem Jahr beim SCM unterschrieben in Magdeburg. Und diese Verpflichtung und diese Wertschätzung seiner Leistung hat ihm nochmal einen Schub gegeben. Er spielt so gut wie nie zuvor. Zomba, Ausgleich. Ja, hier hat er jetzt mal einen Fehler gemacht, aber wer viele Aktionen hat, der hat auch ein paar Fehler. Das müssen die Slowenen verschmerzen. Dass sie da nochmal einen Freiwurf bekommen. Uros Sormann ist das. Abwehrspezialist bei den Kroaten, Denis Bojlaric. Gute Deckungsarbeit bei den Kroaten. Ja, nach diesem Spiel ist bei uns lange noch nicht Schluss an diesem Samstag. Leichtathletik live aus Stuttgart und später am Abend noch das All-Star-Game der Basketballer. Die Südauswahl gegen den Norden ab 21 Uhr. Oh, dem ist das Bein nach hinten abgeknickt. Hoffentlich ist da nichts passiert. Haben Sie das gesehen? Ja. Das sind die schlimmsten Fouls, wenn die Spieler nach hinten wegkippen. Oh, er fällt auf seine eigene Achillessehne. Wahnsinn. Hoffentlich ist da nichts passiert. Kastelic ist zwar 2 Minuten draußen, aber... Die nächste Verletzung eines Linkshänders würde noch schwerer wiegen. Ja, das Verhältnis der Kroaten und der Slowenen ist nicht mehr so unproblematisch, wie das vor ein paar Jahren noch war. Zum Glück geht es ihm besser. Nach dem Spiel gegen Russland der Kroaten wurden auf einem abgesperrten, eigentlich auch gesicherten Parkplatz bei 80 kroatischen Autos die Reifen zerstochen. Und das hat natürlich jetzt schon einige Fans davon abgehalten, hierher zu kommen.
Und der Veranstalter hat den kroatischen Fans eigentlich 650 Karten fürs Finale versprochen. Jetzt sind es nur noch 400. Also das Ganze natürlich vor dem Hintergrund, dass es ein paar Grenzstreitigkeiten an der Adria im Moment gibt. Und dann natürlich diese schmerzliche Erfahrung für den damals amtierenden Olympiasieger von 96 Kroatien, die Qualifikation für Sydney nicht zu schaffen, weil sie am kleinen Slowenien gescheitert sind. Mirza Zomba. Wieder 100%ig fit. Das war das Sprungbein, das ihm da weggeknickt ist. Hoch in der Luft. Eigentlich wie immer. 8-7 Führung für Kroatien. Oh, da reklamieren die Kroaten Sperre. Alic. Zum ersten Mal Blaschenko Lackovic, eigentlich auch einer für die linke Rückraumposition. Kautitschnik. Der sieht ja eigentlich aus wie ein Schmachthaken, aber der hat eine ähnliche Fackel wie unser Christian Zeitz aus Deutschland. Kurz und trocken im Ansatz. Wieder der Versuch von Lackovic. Beiniger Absprung, toll gemacht, aber der Beine war vorher schon in der Ecke, hat es geahnt. Ball stibitzt hier vor Vugrinets und dann tolle Aktion, wie er sich hier durchsetzt, den Rhythmus ändert und trotzdem die Kontrolle behält. Und aus dem Lauf ist ja ein Heber besonders schwer abzuschätzen. Oh, da muss er werfen. Hat er sich schon ausgetanzt? Tormann im Aufbau. Oh, wieder dieser Vugrinets. Ich komme ja aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Wir haben ein Spiel übertragen, da hatte er mal eine schlappe Viertelstunde. Ihm ist alles verziehen, wenn er solche Pässe spielt. Und das ist das Schöne am Handball, dass sie es nochmal in dieser super Zeitlupe geliefert bekommen und man sieht alle Details. Das ist doch wirklich ein toller Sport. Abstimmungsschwierigkeiten von Lackovic und vom Spielmacher Balic. Das ist eine Reifeprüfung heute für die Spieler, aber die Kroaten haben natürlich schon diese Weltmeisterschaft im Rücken vom vergangenen Jahr. Die werden hier bis zum Ende die Nerven behalten. Es sei denn, das Spiel läuft
aufgrund der Schiedsrichter aus dem Ruder, aber die machen bisher einen guten Eindruck. Bis auf diese erste Aktion mit Medlicic, das war nicht in Ordnung. Und bei den Slowenen wird es die Frage sein, ob die Kraft reicht. Die haben sich aufgerieben in diesem Turnier. Die spielen am Limit. Maus. Und für die Kroaten spricht, dass sie in diesem Turnier so viele knappe Prüfungen schon bestanden haben, dass sie einfach genau wissen, dass sie nur die Nerven behalten müssen, ihren Stiefel runterspielen bis zum Ende und dann haben sie so oder so immer eine Chance. Das macht sie so gefährlich. Ganz klarer Siebmeter, Sormann steht nicht, er geht nach außen, er bewegt sich und dann steht er auch noch im Raum. Also, auch hier gar kein Zweifel. Überrascht, Skov kommt jetzt rein. Faulte wirft selbst. Da haben wir Dominikovic, der ist jetzt drin, entlastet die Deckung. Super Aktion von Uros Sormann. An Dominikovic vorbei und dann gibt es einen Strafwurf. Vugrinets. Den ersten Gedanken gleich ausgeführt, nicht lange rumgehampelt. Schaut kaum auch bei diesem Wurf in Richtung Tor. Nimmt keinen Blickkontakt mit dem Torhüter auf. Bis jetzt ist bei ihm noch kein Kräfteverschleiß zu spüren. Hoffen wir für die Slowenen, dass es bei ihm so weitergeht. Petekovic muss raus. Ja, er zieht am Trikot. Super Parade von Schola. Ich glaube, vorher war es ein Schrittfehler von den Slowenen. Alic nimmt Vugrinets kurz. Unterzahl für die Slowenen. Das können wir verstehen. Kautitschnik hämmert ans Holz. Petran Srinic, wenig eingesetzt. Er ist zwar Linkshänder, aber lange nicht die Klasse von Medlicic. Aber auf der Seite kommen die Kroaten nicht zurecht.
Da muss er selber gehen. Schön gemacht. Gut gesehen von Lackovic. War eine große Lücke. War sein erstes Tor bei dieser Europameisterschaft. Slowenien wieder komplett. 3 Minuten noch in der ersten Hälfte. Ulusha wird da gehalten am Kreis und deswegen freie Fahrt für Kastelic. Vielleicht sehen wir es hier in der Einstellung nochmal. Ja, jetzt hält ihn der Sormann fest. Das sehen die Schiedsrichter nicht. Hier sehen wir es nochmal. Ulusha kommt nicht vom Fleck. Eigentlich ein Foul des Angreifers. So, unser Super Saturday, wie wir ihn getauft haben, ist in vollem Gang. Aber ich denke, der Sonntag steht diesem Samstag in nichts nach. Im Gegenteil, es geht ja schließlich für die deutsche Mannschaft um das Finale. Zuvor Dänemark gegen den Verlierer dieser Partie. Da geht es um die Bronzemedaille. Und danach Fußball und dann das Finale ab 17.15 Uhr und danach die erste Liga. Lino Cerva. Er war schon Nationaltrainer in Italien. Kann mich noch gut erinnern. 1998 war ja die EM in Meran und Bozen. Da trainierte er die Männernationalmannschaft Italiens. Er drückt seine Strategie und seine Meinung nicht uneingeschränkt durch, sondern hört auf die vielen kroatischen Handballspieler mit Vergangenheit, hat sich so ein paar Berater zugelegt, aber auch der Co-Trainer hat großen Einfluss, Irfan Smailagic. Einstmals weltbester Rechtsaußen. Aber gegen diese Würfe kann der Trainer natürlich auch nichts machen. Die müssen rein. Lackovic war das. Lapaine wieder. Sehr interessant, ihm zuzuschauen mit seinen sparsamen, reduzierten Bewegungen. Fast lethargisch, aber da kann er die Gegner mit zur Weißglut bringen. Backpfeife. Uros Sormann und jetzt auch Slowenien eine Auszeit. Ja, auch der slowenische Trainer nutzt dieses taktische Mittel, den Angriff nochmal neu zu justieren, ein bisschen Zeit rauszuholen. Also bis jetzt finde ich das klasse, was die Slowenen hier bieten. Hätte ich nicht gedacht, dass sie sich so gut halten. Aber dieses Publikum setzt natürlich nochmal einen extra Schuss Adrenalin in die Blutbahn. Ein Land mit 2 Millionen Einwohnern, 70 Handballvereine gibt es hier, mehr nicht. Finde ich ganz erstaunlich, dass die bis in die europäische Spitze vordringen können. Und vor allen Dingen mit Perspektive, denn solche Jungs sind dabei, die werden noch lange mitspielen können. Er hat jetzt einen Lauf, Uros Sormann.
verzählt von Balic. Wird ermahnt, er soll den Alter, glaube ich, nicht mitnehmen. Keine Ahnung. Ja, taktisches Foul im Mittelfeld sozusagen. Oh, das darf der Deckung nicht passieren. Der Junge ist doch einen Kopf kleiner als die Jungs im Mittelblock. Und Schola zieht da auch noch einen roten Scheitel. Also Slowenien oben auf. Die Pause ist da und die Gastgeber führen mit 2 Toren gegen den Weltmeister. Zurück in der Tivoli-Halle. Ja, hier werden Träume realisiert von Europameisterschaftsmedaillen. Markus Götz hat mit Jan-Olaf Immel kurz angesprochen, wieder eine Chance, Gold zu holen. Ja, zweimal gelang einer deutschen Nationalmannschaft der große Wurf. 78 natürlich der Weltmeistertitel, damals noch mit Heiner Brandt in Dänemark gegen Russland. Aber wir wollen auch nicht vergessen die Goldmedaille der DDR 1980, als sie sich fast genauso überraschend gegen den gesamten starken Ostblock durchsetzen konnten. Und zu dieser Zeit war dort ja noch die Weltklasse beheimatet. Es waren die Boykottspiele, der Westen hat gefehlt, aber das ist wirklich nur eine klitzekleine Einschränkung. Aber das zeigt auch, dass die deutsche Mannschaft gereift ist und diese Siegermentalität längst angenommen hat. Sie spielt immer um eine Medaille mit. Und das ist bei den Slowenen und deswegen sind die so happy, alles andere als normal. Aber auch hier wird weiterhin viel für die Nachwuchsförderung getan. Die beiden großen Vereine, Brule und Celje, stehen dabei an der Spitze. Celje ist jetzt die Halle nochmal ausgebaut worden. Also auch da versucht man natürlich jetzt wieder irgendwann Champions League-Sieger zu werden. Das ist ein Teufelskerl. Und diese Barthaare, die täuschen. Er hat sich in den letzten 3 Wochen nicht mehr rasiert für dieses Turnier. Aber glaube, er ist 19 Jahre jung, der Junge. Toll. Tore Führung für Slowenien. Na, das geht ja gut los. Mario Kelendric im Tor der Kroaten jetzt. Matosevic musste ja draußen bleiben. Das könnte 2 Minuten geben, ja. Kolusa muss raus. Ein unbedachter Griff, aber das macht eben diese Atmosphäre auch aus. Ja, Kolusa hatte noch insgeheim gehofft, dass es ein Freiwurf für
seine Angreifer geben würde. Dem war nicht so. Und dann ist dieser Griff am Trikot deplatziert. Und die nächste Chance für Slowenien zu erhöhen. 17-13. Die Kroaten haben ja schon in der ersten Hälfte die Deckung ein bisschen umgestellt. Die großen Leute rein und haben sich etwas zurückgezogen an die Linie. Aber wenn einer fehlt in der Deckung, dann gibt es natürlich Lücken. Denn die Großen sind nicht so schnell. Rapeiner und alles Paletti. Gut gemacht von Kautitschnik. Er hat den Ball erstmal zurück ins Feld einigermaßen sanft befördert. Läuft dann raus. Alles Paletti ist wieder drin und nimmt den Ball auf. Alles regelkonform. Aber es zeigt irgendwie, dass die Slowenen derzeit ihr Nervenkostüm besser im Griff haben. Auf den Fuß von Pajovic. Alles Pajovic, derzeit nicht der Torschütze vom Dienst, aber er hat schon 500 gemacht für sein Land. Ich weiß nicht, ob der eben auf diesem Boden weitergerutscht ist und sich diesen Fleck zugezogen hat, aber das stecken die Spieler locker weg, solange es keine Bänderverletzungen sind, sondern nur blaue Flecken oder Abschürfungen. Kroatien sind wieder mit drei Rechtshändern im Rückraum. Milinkovic scheitert an Lapin. Wieder Wechsel, bisschen vorgezogen diese Deckung. Das kommt Vugrinets eigentlich zugute. Er versucht dann im Zusammenspiel mit dem Kreisläufer Platz zu machen. Ostjan Fitzko, der Mann, der zur HSG Nordhorn wechseln wird. Jetzt müssen auch unsere lieben Kollegen vom slowenischen Fernsehen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu selbstverliebt hier diese Zeitlupen spielen. Sonst verpassen wir noch ein paar Tore und das wollen wir wahrlich nicht. Der Abfangjäger, der auch Daniel Stefan im Spiel gegen Slowenien sofort auf den Füßen stand. Balic. Und zwei Minuten. Medekovic. Das ist aber, meine ich, mindestens die zweite Zeitstrafe. Oh, Balic angeschlagen. Hab mal kurz nachgeschaut. Bedekovic mit der zweiten Zeitstrafe, ein wichtiger Abwehrspieler. Und Lazkovic. Auch er steht auf vielen Wunschzetteln, auch in der Bundesliga.
aber er kommt offenbar aus seinem Vertrag nicht raus bei Zagreb. Sie sehen es oben eingeblendet, die rechte kleine Zeit, die rechten kleinen Ziffern, die jetzt ablaufen. Slowenien in Unterzahl und trotzdem kann sich einer an den Kreis davon machen. Ja, da stimmt die Absprache nicht, da muss der Halbe rübergeschoben werden. Schiri sagen, war vorher Schritte, deshalb Freiburg. Oh, die Kroaten sind durch den Wind. Was das für Fehler sind für diese technisch versierte Mannschaft. Aber da sehen Sie mal, wie dieser Medlicic fehlt. Ich habe es ja vorhin gesagt, das ist in Prozenten nur schwer auszudrücken, aber der nimmt dem Angriff viele Möglichkeiten und auch von seiner Durchschlagskraft einen großen Teil weg. Tomba. Vorher abgepfiffen. Ja, und das wird ja ein Dauerzustand. Hier sehen Sie Bostjan Fitzko, der die nächste 2 Minuten Strafe sich eingefangen hat. Bajovic bekommt den Freiwurf. Er ging weit übers Tor. Ballbesitz weiter für Slowenien. Offensives Foul, Dominikovic läuft platt drauf, der Abwehrspieler steht. Ungeschickt. Naja. Muss er vorher hochgehen, der hat doch so viel Dampf nach diesem Tempogegenstoß. Werden die Kroaten zum ersten Mal in diesem Turnier kopflos? Ich kann es kaum glauben. Tor und 2 Minuten, ich glaube, für Dominikovic. Ja, Ringkampf am Kreis. Das
war der Torschütze Thomas Tomsic. Kaleb. Die Kroaten hatten ja über viele Jahre eine geniale Flügelzange. Patrick Čava und der jetzige Co-Trainer Irfan Zmajlagic. Und gerade auf der rechten Seite ist Mirza Zomba natürlich keinen Deut schlechter. Tolle Auswertung seiner Gelegenheiten. Jetzt machen die Kroaten das Spiel in Unterzahl. Freiwurf für Lazković. Ja, man kann jetzt diskutieren, was wäre besser für die deutsche Mannschaft, welcher Gegner. Also mit Slowenien ist das so eine Sache. Die werden natürlich aus ihrer Niederlage auch gelernt haben und morgen wird noch mal eine ganze Spur mehr los sein in dieser Halle. Kalic. Aber hier ist die Messe längst noch nicht gelesen. Und er treibt seine Jungs an. Also für meine Begriffe war es 7 Meter. Und der Ball ist weg. Jetzt wird erstmal unterbrochen und dann müssen die Schiris schauen, was vorne passiert ist. Für meine Begriffe ist Kautitschnik 7 Meter reif gefoult worden. Dieser Wiederholung war es nur schwer zu erkennen. Ja, die slowenische Mannschaft hat sich eigentlich abgeschottet. Da war so ein Rummel im Hotel, dass die Polizei das absperren musste. Das war ein Foul von Balic. Eben hat man es doch gesehen. Keine Interviews mehr. Keine Gespräche mehr mit den Journalisten. Auch die Fans haben hier das Spielerhotel belagert. Ruhe war die erste Bürgerpflicht für das Halbfinale. Ja, sie haben ja sehen, wenn sie dieses Turnier verfolgt haben, womöglich, dass sich Roman Pogartnik verletzt hat am Knie. Und deswegen haben die Slowenen nur wenig Möglichkeiten auf der rechten Seite. Aber jetzt ist es Vugrinec. Sie haben es gesehen, der Torschiedsrichter hat nach vorne gezeigt. Offensives Foul. Aber nun wird jede Entscheidung diskutiert, ganz klar. Muss kurz gewischt werden. Der Lapeine hat eine Pause bekommen. Und der Diesel wird in der Endphase mit Sicherheit wieder auf ihn zurückgreifen.
Er verzählt Matzkovic auf engstem Raum. Viel spielt sich jetzt in der Mitte ab. Meter für Balic und 2 Minuten für Pajovic. Oh ja, er stellt ihm das Bein. Für was die Zeitlupen da gut sind. Weiß auch nicht, was es da zu lachen gibt. Hat erkennbar Meklicic in der ersten Hälfte ins Gesicht gegriffen, sodass der hier nicht mehr eingreifen kann. Kroatien bleibt dran, aber die Vorteile bei Slowenien, auch wenn es wieder in Unterzahl weitergeht. Aber was hat das noch für eine Bedeutung? Freiwurf für Kastelic. Und Zomba. Das gibt 7 Meter und noch eine Zeitstrafe. Ich kann es den Spielern nicht verdenken. Wer will sich da zurückhalten? Er gibt ihm noch eine mit. Und so eine Situation haben wir ja gegen Slowenien fast gesehen, als der Anđeljković von Serbien Montenegro dem Pungartnik eine in die Seite rammt und der Pungartnik sich dann verletzt. Also da ist der Kautičnik gut bei weggekommen. Auch das hätte locker 2 Minuten geben können. Domba. Ast rein, wie der spielt. Okay, das war zu viel des Guten von Vugrinec. Da wollte er was Besonderes machen und die Abwehr aufreißen mit diesem diagonalen Pass, aber der war zu hoch. Kann passieren, wer so ein Turnier komplett in den Knochen hat und viel Gutes tut, der macht auch ein paar Fehler. Ulusha. Natskovic. Ja, vorher Freiwurf, der Außen war frei, aber keine Chance anzuspielen. Nächste 2 Minuten Strafe. Und das ist okay, das kann eine Riesenverletzung geben. Er reißt ihm den Wurfarm weg. Und immer wieder spielt Zomba auch die Rolle des Einpeitschers. Zahlenmäßig sind die Fans hoffnungslos unterlegen. Mich wundert heute, dass es noch keine bengalischen Feuer gegeben hat, aber am Eingang gab es ganz penible Leibesvisitationen. Natürlich haben die Sicherheitskräfte hier auch Angst, dass der eine oder andere Knüppel mitgebracht wird und diese bengalischen Feuer, die ja zu einer Unterbrechung, wenn nicht sogar zu einem Abbruch in der Halle führen können. Denn das ist ja was ganz anderes, wenn man das
in einem geschlossenen Raum anzündet. Diese giftigen Dämpfe können nicht abziehen. Das haben wir alles schon gesehen. Alic. Lazkovic kann sich durchsetzen. Die Schiris geben den Ball frei. Rapajne hält und Ballbesitz für Slowenien. Kautičnik kann ihn nicht stoppen. Aber Rapajne mit der Kniespitze. Kautičnik jetzt im Rückraum, Kudrinec auf rechts außen. Drei Wurf, kein 7 Meter. Slowenien komplett. Da war keiner mehr da. Und Zomba. Der macht ja gar keine Fehler. Unglaubliche Quote. Anschlusstreffer. Der Vorsprung ist aufgebraucht und es liegt auch daran, dass die physisch stärkeren Kroaten sich immer besser im Zweikampf durchsetzen können. Daraus entstehen die Zeitstrafen und die bringen Slowenien jetzt immer mehr in Bedrängnis. Sie müssen ihre spielerische Linie wiederfinden. Das ist aber so leicht gesagt, wenn die Beine schwer werden. Leichte Beine und fliegende Beine erwarten wir im Anschluss beim Sparkassencup in Stuttgart. Sulic muss raus. Das sind die Unterschiede bei den Außen. Mario Kelentric. Auch er spielt für Zagreb. Passives Vorwarnzeichen der Schiedsrichter. Sie haben es gesehen. Lazkovic muss werfen. Ballbesitz für Slowenien. Der hätte mal lieber abziehen sollen. Ist das eine umkämpfte Europameisterschaft? Und wie sich die Bilder verändert haben. Vor 2 Jahren in Schweden war es Deutschland gegen Skandinavien. Das Finale gegen die Schweden. Das Spiel um Platz 3, Dänemark gegen Island. Tja, und jetzt? Dänemark mit seiner unbestreitbar starken Mannschaft hat gegen die Deutschen in der Endphase nervlich eigentlich wieder teilweise versagt. Viel zu wenig Treffer erzielt. Es war eine Abwehrschlacht. Und hier ist es im Prinzip genauso. Die
deckungsrein und die Torhüter setzen die Akzente. Halep zieht zurück. Ja, die Kroaten sind noch in Unterzahl und Balic mit dem Versuch. Kein Freiwurf. Ein Rasiermesserblick. Das ist der Grenzbereich im Handball. Wann wird ein Spieler gefoult? Wann wird dann nur ein bisschen geschubst? Was lasse ich laufen als Schiedsrichter? Wo gebe ich noch einen Freiwurf? Schwerstarbeit für die Schiris. Spielt einfach auf den Somba. Der macht die Dinger rein. Jetzt ist Lapeyne da. Erst der zweite Fehler beim Wurf. Und wir haben es vorhin schon gesehen, der Lapeyne ist bei den Hebern hellwach. Und er hat ihm vorhin schon einen von diesen Butterweichen abgegriffen. Ajovic, was spielt der denn an? Balic mit dem Rückhandwurf, Freiwurf. Oh, jetzt hat er eine ans Auge bekommen. 2 Minuten. Edekovic, bekommt er 2 Minuten, dann ist er raus. Ja, rote Karte. Wenn die Beine müde werden, dann kann man das ja gar nicht unterstellen. Ja, vielleicht mit Fingernagel, erwischt er ihn am Auge. Also der Balic ist wirklich kein Weichei. Steht in der großen Tradition der Handballkünstler auf der Aufbauposition. Warten mit einem Goran Perkovac zum Beispiel oder auch mit dem Trainer, der seit vielen Jahren in Deutschland unterwegs ist, Horje Horvath. Und sie sind dran. Nikisa Kaleb. Alles in der Mitte. Der nächste Schlag ins Gesicht. Ich glaube, das war nicht so wild. Bis jetzt war es ein Spiel ohne große Härten, ohne die schlimmen Fouls.
Genau, Titschnik. Falsche Sperre von Sulic. Hier haben wir nochmal den Treffer von Kautitschnik. Wie soll denn da von Sulic was gewesen sein? Pajovic versucht, mannschaftsdienlich zu spielen. Jetzt Slowenien wieder komplett. Sucht immer wieder die Kreisläufer. Ugrinec. Oh, was für ein Tor, was für ein Risiko geht da ein. Kurze Ecke hoch. Also diese rechte Seite der Slowenen, das ist das Prunkstück. Und hinten steht die Eiche. Voll auf die Brust. Ein kurzes Schulterzucken und weiter geht's. Wieder Lapine. Also so kriegen sie es gebacken. Die Slowenen haben sich erholt, gut gespielt in der Unterzahl. Blitzaktion von Balic. Ugrinec, jetzt schon seit einiger Zeit auf dem rechten Flügel. Und Zomba. Überragend. Mirza Zomba von Votex Veszprém. Ja, er spielt seit einigen Jahren in Ungarn. Durchsichtig, wieder ein Kroate dazwischen. Srinic war das, aber kann den Ball nicht sichern. Das ist ja genauso eng wie das andere Halbfinale. Was für eine geile Europameisterschaft. Und genau wie sein kongenialer Partner, ein Präzisionsschütze, diesmal die lange Ecke und auch der hat noch den Pfosten berührt. Balic, die Zeit läuft weg. Freiwurf für Balic. Noch alles drin für die Kroaten. Dürfen sie nicht die Nerven verlieren. Alle durcheinander und doch zusammen. Ja. Und morgen das Finale. Vielleicht wieder vor dieser prächtigen Kulisse in Ljubljana.
Also auch wenn es Animositäten hier zwischen den Ländern des Balkans bisweilen gegeben hat aufgrund der Rivalität der Handballnation. Insgesamt kommt dieses kleine Land gut weg in der internationalen Kritik, was die Organisation und die Ausrichtung angeht. Und das Beste ist, das Ganze steht auf wirtschaftlich festen Füßen. Also die Slowenen werden hier nicht in Schulden gestürzt, sondern haben mit einem Firmenverbund schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass das hier kein Abenteuer wird. Und sie haben die besten Aussichten, auch noch ins Finale vorzudringen. Ajovic geht raus, 2 Minuten, ja, ja. Braucht er gar nicht winken, das ist unumstößlich und ist auch okay. Der Latzkovic war ihm einfach entwischt. Na Beine, Ballbesitz für Slowenien, das muss doch reichen jetzt. Sie wissen, was das bedeutet, der Handballzwerg im Finale. Das wird Autokorsos geben, Partys im ganzen Land, Begeisterung auf den Straßen. Timeout bei Kroatien. Jetzt nochmal justieren. Ich glaube, mit dem letzten Wurf haben sie es einfach verpasst. Aber wir haben ja schon gesehen, wie das gehen kann, wie schnell die deutsche Mannschaft gegen Frankreich diesen 3-Tore-Vorsprung am Ende losgeworden war. Und auch Slowenien ist jetzt zumindest in der einfachen Unterzahl. Lino Cerva versucht, seine Jungs nochmal einzustellen, aber ich sehe da schon die ersten zweifelnden Blicke und hängenden Köpfe. Ja, die Kroaten waren sich bisher immer sicher mit dem Publikum im Rücken. Da waren ja bis zu 2000 Fans aus Kroatien in der Halle, aber heute spielen sie natürlich auch gegen dieses begeisterungsfähige Publikum der Slowenen. Otičnik. Schwacher Wurf. Ralic. Er nimmt die Sache selbst in die Hand. Klasse Tor. Zeit angehalten. Warum läuft die Uhr weiter? Grenetz. Kein Druck aufs Tor. Freiwurf. Das bringt Zeit. Weiter geht's. Zeit nicht angehalten. Müssen die Kroaten noch weiter rauskommen. Wo kommen sie nicht an den Ball? Das war's, Slowenien gegen Deutschland im Finale. Bravo, ihr Handballzwerge, heute seid ihr zu Riesen geworden. Vielleicht war sich der Weltmeister zu sicher. Sie hatten ja schon gedacht, naja, wenn Real Madrid nach Vestenbergs Kreuz fährt zum Auswärtsspiel, dann kann das für den Underdog längst ein Heimspiel sein. Aber wir sind so gut, wir packen das trotzdem. Aber sie haben nicht mit dieser Begeisterung der Slowenen gerechnet. Die können Berge versetzen und da heißt es, aufpassen für Heiner Brandt morgen im Finale. Das wird nicht nochmal so leicht sein.
wie in der Hauptrunde. So, also zwei enge Halbfinale und zwei, wie ich finde, am Ende verdiente Sieger. Diese sehen wir morgen im Finale ab 17.15 Uhr und der Kampf um Bronze zwischen Dänemark und Kroatien ab 15 Uhr. So, wir geben ab an die Leichtathletik. Sascha Mandermann, bitte übernehmen.